So, herzlich willkommen zu Metro 2033. Oh, gut, die Gasmaske lade ich schon auf. So, von da kommen wir. Da ist die sichere Station. Und wir versuchen weiterzukommen. Die Leiter runter! Habt ihr das gehört? Scheiße, verdammte Fledermäuse! Was war das? Einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Haben Sie Ihre Ausrüstung, Flugführer? Wenn ich Sie von der Luftschleuse hole, muss Tracy Ihnen in den Arm. Klar. Ich meine, ich werde Sie nicht vergessen, Herr Offizier. Oh nein. Da oben ist einer. Leute, das ist ja wie Mohnschießen. Ich meine, die scheinen nicht zu checken, wo ich bin. Also, die haben die Nazis ja wirklich sehr, sehr realistisch gemacht. Komm schon. Sie haben mich erwischt. Oh Mann, die Waffe ist echt scheiße. Ich meine, wie oft habe ich die jetzt schon getroffen? Krass. Das ist eine Waffe. Wo willst du schießen? So, gut. Sieht so aus, wie jetzt würden wir alle haben. Okay. Alles absuchen. Den Tagesablauf kennen wir ja schon. So. Diese Folgen nehme ich jetzt auch ganz speziell nur für euch auf. Ich bin jetzt extra ein bisschen eher aufgestanden, damit ich das heute alles schaffe. Mein so geplanten Ablauf, Tagesablauf, Tagesplan, wo eher. Und dadurch mir die Folgen von Metro ausgegangen sind, und ich heute die letzte so gesehen raushaue, die ich noch im Repertoire habe, ja, fühlte ich mich verpflichtet, heute etwas eher aufzustehen, um euch neue Folgen zu bringen. Bin ich nicht ein guter Let's Player, der alles für seine Fans macht? Naja, Fans. Gute Nacht, Mensch.
die paar Abonnenten, die ich zurzeit habe. Das ist ja noch lachhaft, aber ich freue mich immer wieder über jeden Abonnenten. Yeah. Und ich höre immer noch irgendwelche Faschisten schreien. Das ist aber eigentlich auch eine Schleichmission sein. Hey Arschloch, wo bist du? Boah, ich hasse das immer, wenn mich Gegner abschießen und ich nicht mal weiß, wo sie sind. Erst wenn ich weiß, wo du bist. Und erst wenn ich weiß, dass du tot bist, dann kann ich die Hände hochnehmen, um sie über meinen Kopf zusammenzulegen, zu schlagen. Aber wo muss ich jetzt hier lang? Ach da! Jetzt weiß ich auch, woher die Kugeln kamen. So. Laufen. Uiuiuiuiuiuiui. Habe ich den tatsächlich gekillt? Ja, ich weiß, jetzt könnte ich wieder diesen meinen Spruch bringen mit, ja, wir haben hier jetzt gleich einen echten Tod, ne? Ich weiß nicht. Da wird, ja, wir haben hier nicht. Oh Mann. Steht der Arsch einfach neben mir. Aber wie schön er noch die Waffe zur Seite gestellt hat, bevor er den Löffel abgegeben hat. Boah, und der Wind verzieht wie Sau, ey. So. So, Fasching Nummer 4. Der Fascho gehört mir. Echt doch, wie lieb von dir. So, ich glaube, da hat sich das noch nicht. Nein, da hat sich doch noch nicht schlafen gelegt. Jetzt hat er sich schlafen gelegt. Echt, tust du das? Ach, ich finde immer diese leeren Versprechungen von diesen Faschisten immer sehr, sehr lustig. Yeah, ich bin ein echter Scharfschütze. Hey, wie komme ich denn jetzt da hoch? Gott, sind die dämlich. Ich meine, reinschleichen ist ja schön und gut. Ob sich nicht einmal umschauen.
Lol, wie haben wir den jetzt getroffen? Der ist einfach umgefallen. Krass. Haben wir hier nichts irgendwo mal wegen was Verstecktes rumliegen oder so? Nein. So. Ah, und unten links hat man gerade gesehen. Ein Speicherzeichen. Immer wieder gern gesehen. Hier gibt's nichts. Dort gibt es nichts. Ja, Munition. Gut. Hört sich nicht gerade sehr vertraut erweckend an. Krass. Irgendwas scheint es sich hier gerade einen guten zu gönnen. Aber was? Ah. Mist. Noch ein Anlauf. Mist. So, eingestellt und in den Hintern, in den Hintern, in den Hintern, in den Hintern. Aber jetzt sind sie weg. Aber wenn ich jetzt lieber die große elektrische gehabt hätte. Na toll, das war wieder eine brillante Idee meinerseits. Meine Stadt, wenn es nämlich so ein Vieh trifft, das ist ein sofortiger One-Hit. Man denn dahin? Krass. Das war eine extrem dämliche Idee. Möchte ich jetzt mal so anmerken. Diese Viecher sehen jetzt nicht gerade sehr, wie soll ich sagen, sehr sehr freundlich aus. Krass, das war das. Ist nicht wahr, oder? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh fuck, und ohne Gasmaske gehen wir drauf. Da liegt einer. Geh drücken, geh drücken, geh drücken. Mist. Ach du Scheibenkleister. Kann ich den denn dann noch nicht mitnehmen? Ja, wie könnte man auf seine Hand gucken? Irgendwie.
oh, oh. Also jetzt ist Schluss hier mit Spaß und Rumdödelei. Jetzt muss ich ganz dringend erstmal ein paar Mist. Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Ja, jetzt haben wir wenigstens einen kleinen Vorteil, jetzt wissen wir schon mal, wo welche liegen, aber. Oh, hier ist irgendwo ein Versteck von einem Stalker. Das ist zwar Geld, und wie sagt er, Geld in der Hand, wenn er stirbt. Etwas von absolut unlustig. Die werden hier doch wohl irgendwo. Ah, Scheiße. Ich muss. Ja. Und jetzt hier zu sagen, ja, normalerweise brauche ich das nicht. Man sieht ja, wie sehr es braucht. Mann, 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 was für ein Scheiß. Oh Mann, das könnte jetzt meine letzte sein. Ach, komm schon. Schon, du hast doch wenigstens eine Gasmaske hier irgendwo, oder? Komm schon, gib mir wenigstens deine beschissene Gasmaske. Ich brauch meine Gasmaske. Scheiße. Das ist so ungut, das ist so ungut.